begrüße euch ganz herzlich hier in Finnland zur Produktion des Miss Junin-Kalenders 2013. Genau so ein Auto in Chemnitz zu fahren, das würde ich richtig cool finden. In der Skihalle war die ganze Atmosphäre einfach toll. Die Hunde am Set, die Deko, die Aufmachung war einfach toll. Mit dem Fotografen Maxim waren wirklich toll und gelungen. Er war sehr kooperativ und nett, ist auch super auf mich eingegangen. Shooting mit dem Feuer sah wirklich toll aus, allerdings sehr außergewöhnlich, da der Innenraum komplett aus Holz war. Auch wenn es ums Thema Feuer ging, war es doch sehr kalt. Ich habe wirklich geklappert, aber allerdings nicht nur ich, auch das Team hat stundenlang bei Eiseskälte in Eisestemperaturen verharrt. Die Locations, in denen wir geshootet haben, die waren alle wirklich super toll und wirklich mit großem Aufwand inszeniert. Es sind auch wirklich tolle Bilder dabei rausgekommen und vor allen Dingen hat es riesen Spaß gemacht.